welchen Vorteil hat es für den Golfspieler, wenn er in eine zertifizierte Golfklinik geht mit seinen Beschwerden? Also eine Golfklinik wie jetzt die Raphaelsklinik bietet einen ganzheitlichen Ansatz der Betreuung für alle Sportler und ihre Gesundheitsfragen. Und zwar wirklich über alle Disziplinen hinweg. Das heißt, ganz speziell so eine Klinik wie die Raphaelsklinik hat die Möglichkeit, über ein hohes Maß an Kompetenz und Expertise, beispielsweise bei allen Gelenkserkrankungen, Verletzungen und Endoprothetiken und all diesen Dingen, den Reha-Bereich gut zu begleiten, in der Kooperation zwischen Ärzten und Therapeuten immer einen ganzheitlichen Ansatz herzustellen, der sogar so weit geht, dass Mentaltrainer hier zur Verfügung stehen, die die Verletzungsphase und ihre mentalen Auswirkungen noch mit zu bearbeiten in der Lage sind, sodass der Golfsportler einfach möglichst schnell wieder Freude am Spiel gewinnt und die Betreuung in dieser Ganzheitlichkeit nirgendwo anders vorfindet. Welches sind so klassische Verletzungsmuster bei Sportlern? Also jetzt nicht nur bei Leistungssportlern, im Golf, sondern ganz allgemein. Also im Golfsport sind vor allem die Gelenke Knie, Hüfte, Handgelenk, Daumengrundgelenk besonders schnell belastet, überlastet. Es gibt aber auch Rippenbrüche und ähnliche Dinge, wenn man sich nicht gut vorbereitet auf die Schläge. Und natürlich ist der Bereich der unteren Lendenwirbelsäule in dem Verwringungsmuster, in dem einseitigen vor allem Verwringungsmuster, immer einer besonderen Belastung ausgesetzt. Und deswegen liegt da immer wieder ein Augenmerk drauf, sowohl in der Prophylaxe als eben dann auch, wenn es dafür schon zu spät ist.